Erst fehlt der Regen und dann wünscht man sich den Regen und dann trinkt man fast. Also, wir wollen ja nicht meckern, aber so viel Regen, was bei uns gerade runterkommt, ist echt verrückt. Wir schauen jetzt trotzdem mal, was die Pilze so machen. Welche Arten den Regen bevorzugen, welche wachsen überhaupt. Und wir gehen hier einfach mal eine Runde in unserem Hauswald, wie man so schön sagt. In dem Wald, den man leicht erreicht und den man öfter mal durchforstet und den man kennt. Und da schauen wir einfach mal, weil es ist immer wieder spannend, haben wir schon festgestellt. Es wachsen manchmal Pilze, die jahrelang nicht gewachsen sind, die dann einfach plötzlich auftauchen. Die Waldarbeiter sind auch noch am Arbeiten und ich nehme euch jetzt einfach wieder ein Stückchen mit. Es ist so schön mit dem Laub. Hier haben wir schon einen Pilz, welcher das jetzt genau ist. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich nehme ihn auch nicht raus. Der ist hier so schön und darf hier bleiben. Aber hier sind noch weitere kleine. Entweder ist es der gefleckblättrige Flemmling oder einer der Nadelholzflemmlinge. Hier sind jetzt viele Pilze, die eben auch vereinzelt stehen. Und ich habe hier euch mal einen rausgemacht. Die kommen hier recht häufig vor. Der hat noch einen ziemlich geschlossenen Hut. So bräunlich. Und er hat einen ganz angenehmen, leichten Bittermandelgeruch. Und ihr wisst sicher schon, was es ist. Der Marzipanschneckling oder wohlriechende Schneckling hier in dem Fichtenwald. Ja, er gilt eigentlich als ganz guter Speisepilz. Je nachdem, wie man das sieht. Manche halten ihn für nicht so kulinarisch hochwertig. Manche sagen, es sei ein guter Speisepilz. Wir haben die selber noch nicht probiert. Weiße Pilze muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn man die sammelt, wobei die ja leicht gräulich-bräunlich am Hut sind. Aber es gibt auch durchaus hellere Varianten vom Marzipanschneckling. Die sind doch einfach schön, oder? Die Gummihelmlinge, hier zahlreich vertreten, habe ich euch ja schon mal gezeigt. Da kann man die Huthaut oben so abziehen. Und auch am Stiel sind einfach komplett mit einer Gummihülle überzogen. Wir haben hier immer mal wieder diesen Marzipanschneckling. Der ist hier wirklich sehr häufig vertreten. Mit vielen kleinen anderen Pilzchen und auch anderen
beigen Pilzen. Das ist jetzt mal hier noch ein größeres Exemplar. Kann ich euch noch mal schön zeigen hier. Diese breitstehenden Lamellen, am Stiel angewachsen, leicht herablaufend, aber bloß, wenn sie älter sind, da sieht man das so ein bisschen. Die Huthaut ist sehr schleimig, schmierig. Und dieser Geruch ist echt krass teilweise. So richtig, ich kann es gar nicht genau sagen, so ein bisschen, ja, schon bitter. Wenn man so einen Kirschkern aufmacht, riechen die auch so. Das ist richtig, ja, Mais hier kurz vorm Ertrinken, wirklich. Teilweise so viel Regen und Gummihelmlinge. Und es regnet schon wieder. Es regnet einfach ununterbrochen. So langsam braucht man Handschuhe. Es ist trotzdem auf jeden Fall schön draußen. Die Schwefelköpfe mit ihrem glänzenden gelben Köpfchen. Ja, und hier haben wir da drüben, das ist alles Ahorn. Ja, da findet man eigentlich so gut wie keine Pilze, keine Mykorrhiza-Partner, keine Symbiose-Pilze. Das ist beim Ahorn irgendwie so. Jetzt laufe ich hier mal diese Schonung da hinten durch. Schaut euch mal dieses Pilzmeer an, da lauter Helmlinge. Das ist doch einfach nur schön, wie die jetzt nach dem Regen hier überall rauskommen. Und das ganze Laub macht es einem nicht gerade leicht, Pilze zu finden. Der Yogi ist auch irgendwo parallel hier neben mir, irgendwo im Wald unterwegs. Tja, da haben wir was gefunden. Das schauen wir uns jetzt mal an. So. Ihr wisst sicherlich schon, ein wunderschöner violetter Rötelritterling. Die findet man ja gerade wirklich in Massen. Das ist bei uns jetzt noch nicht so. Die fangen jetzt hier erst an. Und ihr seht keinerlei Rost, braunes Sporenpulver. Der violette Rötelritterling ist kein Ritterling. Er hat früher mal zu den Ritterlingen gehört. Ist aber jetzt bei den Ritterlingsartigen eingestuft. Die Lamellen sind hier auch leicht ablösbar. Ich zeige es euch nochmal. Auch ein Merkmal. Ja, und dann natürlich der spezielle Geruch. Richtig fruchtig. Ja, und neulich hatten wir mal eine Diskussion so in einem Pilzforum. Wie bereitet man sie zu? Also ich bin eher nicht so der Fan, dass man Pilze so massig überwürzt. Oder was heißt überwürzt? Also schon Salz, Pfeffer, aber dann eben nicht so scharfe Zutaten wie Käse oder sowas. Also David, ich werde mal deine Variante probieren mit Knoblauch und Salz, Pfeffer im Backofen. Also abschneiden, den Stiel, die Hüte aufs Backpapier legen, mit Salz, Knoblauch, Olivenöl würzen und dann mal probieren. Das würde ich jetzt in der Tat mal
ausprobieren, weil mich der Geruch so ein bisschen, ja, so ein bisschen abschreckt, den zu essen irgendwie. Ich habe ihn jetzt mal sauer eingelegt, so wie saure Gurken quasi, und das probiere ich mal, wie das dann schmeckt. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Wie bereitet ihr euch diese Rödel-Ritterlinge zu? Das würde mich mal interessieren. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Das wäre echt lieb von euch. Ich sammle hier jetzt noch ein paar ein. Hier stehen nämlich etliche Fruchtkörper. Boah, schaut mal, wie sie hier teilweise richtig schön im Hexenring. Und die haben auch, die sind ja wirklich richtig groß hier. Aber die sind richtig knackig fest. Wahnsinn und richtig tolle Qualität. Und dieses Myzel hier unten, ganz typisch auch, wenn er sie rausmacht. Ist wie bei den Nebelkappen auch. Die wachsen übrigens meistens zeitgleich mit denen. Ja, sind auch richtig schöne Rötelritterlinge. Das ist echt Wahnsinn hier. Schaut euch das mal an. Die violetten Rötelritterlinge. Hier überall richtig wunderschöne, frische Fruchtkörper. Das ist der absolute Hammer. Hier alles voll. Hier schon ältere Fruchtkörper. Da hinten wunderbare, frische Fruchtkörper. Also das ist wirklich dieses Jahr richtig heftig. Letztes Jahr waren hier gar keine. Dafür aber die Röhrlinge eben nicht. Da können wir uns hier wirklich die schönsten raussuchen. Und ja, das ist verrückt. Hier sind noch, ja, Fliegenpilze, frische Fliegenpilze, die hier rauskommen. Gabeltrichterlinge. Der Yogi hat sich tatsächlich verlaufen. Der verläuft sich eigentlich nie. Und ich habe ein ganzes Netz voller, oder ganzen Korb voller. Ich habe ein Netz, weil er ja nicht da war und den Korb hat. Und die Exemplare sind hier einfach so traumhaft schön. Falls ihr euch wundert, warum ich die abschneide, das macht dem Pilz überhaupt nichts. Ich möchte auch nicht mehr auf diese Diskussion jetzt hier eingehen, habe das schon so oft gesagt. Das Myzel, was da drinnen ist, das lasse ich hier einfach im Boden, das macht dem Pilz überhaupt nichts aus. Ich ziehe das nicht alles aus dem Boden raus, da ich ja die Stiele und die Abfälle sowieso im Wald belasse. Ich wollte euch diesen schmutzigen Rötelritterling eigentlich noch mal zeigen hier. Der ist etwas dunkler und hat deutlich weniger Violetttöne wie der violette Rötelritterling. Er hat auch fast keinen Multivitamingeruch, also ganz dezent. Vielleicht einen fruchtigen Geruch. Der ist genauso essbar. Wobei ich finde, den nicht ganz so gut wie den violetten Rötelritterling. Aber man sieht schon deutlich, dass er einfach schmutziger ist. Also man sieht den oft in Facebook-Gruppen und Leute, die danach fragen. Das wäre ein Verwechslungspartner zum violetten Rötelritterling. Ist allerdings nicht so tragisch. Die sieht man hier übrigens kaum im Laub
fallen auch nicht so gut auf. Wobei der violette Rötelritterling eben auch nicht immer so einen violetten Hut hat. Also der Regen macht es einem nicht gerade leicht, Pilze zu bestimmen. Aber das müsste hier, man sieht es nicht mehr, aber das müsste hier der tonweiße Schüppling sein. Die Schuppen oder Velumreste gänzlich weggewaschen vom Hut. Und er hat jetzt durch diesen massiven Regen so eine richtige schleimige, also so richtige schleimige Hutoberfläche. Aber man sieht es noch an den, am Stiel, sieht man diese Schüppchen noch. Hat auch so ein, na, im Grunde gar keinen Geruch, riecht sehr neutral. Aber dass der dann, also es ist mir noch nie aufgefallen, dass der bei nach dem Regen so schmierig wird. Auch das Habitat passt hier am Holz hier unten, verrottenden Holz. Zum Verzehr wird der Pilz nicht empfohlen. Aber sonst finde ich, passt alles, was diesen Pilz ausmacht. Ja. Ich habe hier mal noch ein älteres Exemplar zur Bestimmung rausgenommen. Der Pilz hat auch, also die Lamellen werden im Alter dunkler bis lehmbraun. Hier sieht man auch noch schön die Schüppchen am Stiel. Und er hat auch so ockerbraunes Sporenpulver. Aber schaut euch das mal an, was der hier für eine Schleimschicht am Rand bildet durch den Regen. Was wir ja auch noch überall wachsen haben, sind kaffeebraune Trichterlinge. Die sind im Grunde auch essbar. Wir sammeln die nicht. Die muss man sehr lange kochen, wegen dem Blausäuregehalt. Aber die wachsen meistens auch so mit den Rötelritterlingen und Nebelkappen. Da findet man sie auf jeden Fall sehr häufig. Wahnsinn. Riesentrichterlinge. Ja, aber es sind sogar Mönchsköpfe. Wenn die so groß sind, haben die diesen Nippel in der Mitte nicht mehr so ausgeprägt, aber hier ist er noch deutlich spürbar. Riesig, echt richtig schön. Guck dich das mal an, wie groß die sind. Ich habe keine Ahnung, was das da ist, hier im Moos. Oh, ich weiß es echt nicht. Das müssen wir jetzt mal zusammen hier anschauen. Wenn das jetzt ein Steinpilz wäre, das wäre ja... Wäre sehr komisch hier als Einzelexemplar. Es ist alt auf jeden Fall. Das ist doch echt, guckt euch das mal an. Der ist wirklich alt, Leute. Ich muss ihn rausnehmen. Yogi, das glaubst du nicht. Das war tatsächlich ein Steinpilz hier. Und was für ein...
Das war echt so ein Monstersteinpilz. Guckt euch das mal an. Der ist natürlich nicht mehr gut, aber wie kann das denn sein? Der hat es einfach nicht aus dem Moos geschafft hier. Wir stecken ihn da auch wieder rein. Ich bin jetzt gerade echt irgendwie ein bisschen schockiert. Das gibt's doch gar nicht. Okay. Loch. Er darf da drin bleiben. Aber das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Ich meine, das ist hier ein guter Platz für Steinpilze, aber ist das der einzige, der hier gewachsen ist? Oder was bedeutet das jetzt? Also ich habe jetzt hier die Rötelritterlinge, die schönen, die noch so schön klein sind, habe ich jetzt gewaschen. Ich wasche sie in der Tat unterm Wasserhahn ab mit so lauberem Wasser, weil die jetzt ja sowieso in den Sud reinkommen. Deswegen macht es nichts, wenn die nass sind quasi. Dann habe ich hier in meinem Sud Essig drin. Ich habe einen Weinessig genommen und Zwiebeln nach Belieben. Einfach Pfeffersaat, Wacholderbeeren, Piment, Lorbeerblätter. Was habe ich noch drin? Pfefferkörner habe ich noch drin. Ja, jetzt kommt noch grobes Meersalz rein und auch ein bisschen Zucker. Ihr müsst es dann mal abschmecken und dann einfach nach Belieben. Und dann kommen noch Rosmarinzweige rein. Was ich noch vergessen habe, ist Knoblauch mache ich noch mit rein. Also kommen jetzt noch, ich mache je nach Bedarf 3 Zehen rein. Lass den Sud aufkochen, vielleicht so 10 Minuten und dann kommen die Pilze rein. Die halbiere ich eigentlich nur. Die ganz kleinen, die lasse ich auch am Stück quasi. Die Gläser habe ich jetzt mit der Flüssigkeit aufgefüllt, mit dem Sud. Kurz auf den Kopf gestellt, dann drehe ich sie gleich wieder um. Und dann kann man das eigentlich schon bald aufmachen und gar nicht so lange warten. Aber jetzt zur Weihnachtszeit und vielleicht zum Raclette finde ich es eine leckere Idee,